So, auf geht's. Durch diese Ranken können wir uns einen Weg bahnen. Mal durchquetschen hier. Aber eins muss ich ja sagen, grafiktechnisch finde ich das Spiel schon sehr gut. Provoziere keinen Kampf, wenn du keine Waffe hast. Wir müssen uns verstecken. Komm, hier lang. Beeilung! Versteck dich, schnell! Als ob die nicht gesehen haben, dass ich da reingelaufen bin. Rein. Brechen wir auf, solange wir können. Zack, zeig ich wieder auf dich. Sie quetscht sich durch und ich laufe einfach. Nichts kann uns aufhalten. Weiß ich. Was ist das für eine Spur? Da drüben geht's weiter. Schauen wir uns das mal an. Du auch immer in Spuren? Wir kommen jetzt wie ein Held ohne Waffe zu Hilfe. Kümmer dich nicht um mich. Hier entlang, schnell. Okay, los geht's. Bewegung. So, lass mich zurück. Komm schon. So von der Steuerung her ist das schon angenehmer als auf der Konsole. Na, am Bäuchchen krabbeln? Hey. Wow.
Beeindruckend, nicht? Seht euch nur dieses Tor an. Als ob die Natur wollte, dass wir Astera genau hier errichten. Astera? Gefällt mir. Der Rest der Fünften ist schon da. Ihr seid als Letzte eingetroffen. Geschafft. Bin gleich zurück. Ihr seid am Leben. War hart, was? Als wir euch zwei nicht finden konnten, haben wir Angst bekommen. Habt uns Sorgen gemacht. Wir wollten schon nach euch suchen gehen. Aber Ende gut, alles gut. Hey, könnt ihr uns helfen? Entschuldige. Komm. Wir sehen uns später. Das hier ist unser Handelshof. Ein treffender Name, wenn ich das sagen darf. Sieh nur all die Leute und das Zeug. Unglaublich, oder? Ja, wir haben alles vor Ort. Wir haben Jäger, die erkunden, Gelehrte, die forschen, Techniker, die alles am Laufen halten. Das hier ist das schlagende Herz der Kommission. Wartet mal kurz. Kommandant, ich habe Sie gefunden. Willkommen in Astera. Wäre schön, wenn du das weiter vorliest hier. Euer Ruf eilt euch voraus. Hurley wurde angespielt. Nun geht schon. Okay, ich werde euch alles zeigen. Suchen wir erstmal deinen Palico. Dies ist unser Versorgungslager. Hier gibt es das Nötigste. Gehen wir auf die Suche nach Hurley. Schau später vorbei, um dir das Sortiment anzusehen. Bin ich erschlagen. Als nächstes gehen wir zur Schmiede. Die ist hier entlang. Hier drüben. Da können wir hier Fahrstuhl. Du gehörst zur 5. Flotte der Kommission, nicht wahr? Der alte Mann, der das Sagen hat, mein Großvater, war bei der 1. Aber das war vor langer Zeit. Ich gehöre zu keiner Flotte. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich war noch nie in der alten Welt. Sehr hübsch. Das ist unsere Schmiede. Hier kannst du Waffen und Ausrüstung herstellen. Du wirst oft hier sein. Wow, schau dir das an. Möchtest du dich umsehen? Legt die ganze Zeit mit welcher Waffe? Ah, hier drin ist es schön warm. Genau. Die Kantine? Ich bin dabei. Oh, das wird Purdy gleich. Kantine. Das habe ich dir, glaube ich, schon mal gezeigt. Ne? Hier drüben. Das hier ist unsere Kantine. Hm. Hey, da drüben! Wie Pearlin echt. Ohne Poi. Ist auf ihn. Oh. Ey, das ist meins. Mein Pearlin. Ich wusste, du schaffst das. Halt doch.
Dienlichkeit? Gut. Sie berufen den Rat ein. Kommt. Ja. Da ihr jetzt alle hier seid, lasst uns mit der Ratssitzung beginnen. Nachdem sie einen Drachenältesten verfolgt hat, der das Meer überquerte, hat die fünfte Flotte endlich Astera erreicht. Heißt sie herzlich willkommen. Diese feine Truppe wird dabei helfen, endlich die langen Mühen der Forschungskommission zu belohnen. Möchtet ihr ein paar Worte sagen? Danke, Sir. Wir sind bereit, die Ärmel hochzukrempeln und loszulegen. Das hier ist das Kernteam der Kommission. Ihr solltet euch miteinander bekannt machen. Ich freue mich darauf. Kommen wir zur Sache. Das neueste Monster der ältesten Wanderung ist der Zora Magdaros. Ein riesiges Monster mit einem Vulkan auf dem Rücken. Die Forschungskommission wurde beauftragt, herauszufinden, warum die Drachenältesten in die neue Welt ziehen. Die Drachenältesten leben seit dem Anbeginn der Zeit in unserer Nähe. Sie verändern das Ökosystem, formen das Land neu und erzeugen eine Katastrophe nach der anderen. Etwa alle 10 Jahre strömen sie auf diesen Kontinent. Doch aus welchem Grund? Mithilfe der fünften werden wir die fehlende Verbindung finden. Hört, hört. Jetzt wird's interessant. Jäger, ich möchte, dass ihr euch vorerst um unser Jagras-Problem und den Schutz des Hauptquartiers kümmert. Untersucht deshalb zuerst das Gebiet der Jagras. Findet heraus, wie sie ticken. Danach sehen wir weiter. Sind schon dabei, Sir. Alle anderen wissen, was sie zu tun haben. Sorgt dafür, dass diese Jäger alles Notwendige bekommen. Endlich mal ein Wort. Aber ein Tipp ist mir auf. Macht euch mit unserer Arbeitsweise vertraut. Hier sind gute Lehrer. Fragt einfach nach. Ihr habt ihn gehört. Haltet euch an mich, dann gibt es keine Probleme. Ich weiß, ihr werdet die Erwartungen erfüllen. Ihr seid der frische Wind, auf den wir gewartet haben. Okay, wegtreten. Mhm. Hier drüben. Ah, jetzt kriege ich meine Waffe. Stimmt, irgendwo rennt hier in der Stadt auch so ein Glücksschwein rum. Praktisch vor jeder Jagd immer mal speicheln. Mehr Loot. Ah, das ist ein Glücksschwein. Wir haben dir ein wenig Grundausrüstung in diese Ausrüstungstruhe gepackt. Wähle eine Waffe aus, die dir gefällt. Sehe ich das? Also ich kann. Oh, hier brauche ich jetzt. Das auf jeden Fall nicht. Was sagt Curly? Ich habe hier so ein Großschwert, ich habe ein Katana, Schwert und Schild, Doppelklingen, ein Hammer, Arkthorn heißt das, Dudelsack, eine Lanze mit Bild, Eisengewehrlanze, Axt, Schild und Schwert. Richtig. Gab's nur so. Immer ganz cool gewesen hier. Mit Lebe. Armbrust. Armbrust. Leichte, schwere Armbrust. Bogen. Doppelkling fand ich immer ganz cool. Womit fangen wir denn an? Womit fangen wir an? Ich glaube, wir nehmen den Hammer. Immer drauf da. Wir haben den Download, haben wir jetzt eine bessere Rüstung. Hübsch, aber besser. Sieht aus wie so eine Ritter hier.
Eine Steuerung ist? Genau. Genau. Geh zur Kantine, wenn du bereit bist. Ich werde dort mit einer Quest warten. Geht's? Wildexperten sehen sich die Hinweise der Forschungskommission an. Diejenigen, die sie für wichtig halten, werden zu Quests. Hey! Hier drüben! Genau zur rechten Zeit. Ah ja. Worauf warten wir denn? Die neue Welt wartet auf uns. Wenn ich schon was essen will? Stell dich. Lassen wir die Kätzchen mal in den Herd. Naja, hat aber Hunger. Okay, das ist unser erster Auftrag. Sehen wir uns noch einmal kurz die Regeln für Quests an. Regel Nummer 1. Erfülle das Ziel, um die Quest zu erfüllen. Das ist einfach, oder? Das stimmt gar nicht. Regel Nummer 1 ist Cardio. Jede Quest besitzt ein Ziel. Die Quest ist erst abgeschlossen, wenn das Ziel erfüllt ist. Unser Ziel besteht darin, eine bestimmte Menge Jagras zu erlegen. Sehen wir mal auf die Karte. Auf dem Weg zur Basis sind wir Jagras begegnet. Weißt du noch, die kleinen Monster? Ich glaube, sie waren irgendwo hier. Willst du mal nachsehen? Wir müssen jetzt den Kleinen töten. Ich dachte, wir dürfen schon den Großen töten. Regel Nummer 2. Benutze die Vorratstruhe. Die Kommission gibt uns auf jede Quest bestimmte Objekte mit. Sie sind in der Vorratstruhe dort drüben. Sieh mal hinein und entscheide, was du mitnehmen willst. Einmal Steuerung gucken, aber mit dem Mausreiter switchen wir dann hier hin und her. Ah ja. Ja, hattest du einen guten Stream? Hey Partner. Jetzt muss ich mal gucken, was wir hier alles mitnehmen können. Nehmen wir einfach mal alles mit. Ehrenvoll gut, das hört man doch gerne. Alles geschafft heute in Dia 3, was du dir vorgenommen hast. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Wir sind hier gerade in der allerersten Aufgabe von Monster Hunter World. Also eine neue Reise beginnt. Ich
Man wird nie fertig in D3. Das ist wohl wahr. Genau. Das ist wohl wahr. So, jetzt mal gucken, was wir hier machen müssen. Wir haben uns auf jeden Fall erstmal einen dicken Hammer mitgenommen. Sei vorsichtig. Und jetzt schauen wir mal, was hier geht. Halt deine Waffe vor dem Angriff bereit. Was du tun kannst, hängt davon ab, ob sie gezogen ist oder nicht. Das ist schon mal gut zu wissen. Wenn du erforschst oder Objekte sammelst, sollte deine Waffe immer weggesteckt sein. Ich werde Sammelpunkte und die Position von Monstern auf der Gebietskarte für dich markieren. Der Spielsound eigentlich okay für sammeln, euch von der Lautstärke her? Mit einem Tank mischen, um so einen Megatrank herzustellen. Hier drüben! Sehr schön. Ein Rudel Jagras. Was steht bei euch heute noch an, so am ersten Weihnachtsfeiertag? Mal sehen, wie du dich schlägst, wenn du auf dich allein gestellt bist. Mal gucken, was der Hammer hier so kann. So. Wenn der noch aufladen ist. Mal kurz. Oder erstmal kurz hier mit der Steuerung klarkommen. Also seitwärts die. Sie laufen weg. Lass sie nicht entkommen. Nimm dir so viele Monstermaterialien wie möglich. Benutze sie in der Schmiede. Gar nichts mehr. Also einfach entspannt heute. Ja, viel Spaß. Und guten Hunger dann, wenn es fertig ist. Und danke dir nochmal vielmals für den Raid. Den Eisenerz mitnehmen. Dann wieder reinkommen ins Spiel. Ich habe zwar knapp 400 Stunden auf der PlayStation irgendwann mal vor Jahren gehabt in dem Game, aber völlig raus. Völlig raus. Ich mir überlege. Was will der mir oben bei Waffe ziehen mit der zweiten Taste sagen? Sehe ich nicht. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Was das für eine Waffe? Eine mittlere Maustaste ist es nicht. Das habe ich eben schon probiert. Hier fürs Aufladen. Fühlt man sich vom ersten Moment an herzlich willkommen. Und nachdem ich die Wunde getötet habe, wird bestimmt irgendwo eine Tastaturbelegung. Du kannst die Schleuder auch einsetzen, wenn du deine Waffe gezogen hast. Warte und dann muss ich jetzt erstmal sieben hier von den kleinen Kühlern suchen. Fühlt man sich vom ersten Moment an herzlich willkommen und gut aufgehoben. Danke euch für die Follows. Genio, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und oha. Iskario Tanderson. Danke euch für den Follow. Die Alerts sollen auch gut laut sein. Das ist schon alles richtig. Okay, Dio ist auf jeden Fall leichter, finde ich, auszusprechen. So, die machen jetzt hier nicht mehr viel, ne? Könnte man die hier nicht auch noch irgendwie kirchnen? Wie stecke ich denn die Waffe wieder weg? Ah, okay. Die Materialien von dem brauche ich ja dann auch für neue Rüstungen, Waffen. Snake. Okay, Snake. Ich glaube, ich merke mir das. Also bei dem Namen, den ich nicht aussprechen kann, einfach. Kriegen wir hin. Läuft da oben eine Sanduhr ab mit 10, was nicht weniger wird, okay? So, das war die erste Mission. Wie war das Weihnachtsfest bei euch gestern? Wurdet ihr gut beschert?
sind sie. Die wissen ganz genau, was ihnen blüht, wenn sie eingreifen. Und ich war nur Donnerstag. Nicht mal im engsten Kreis irgendwie mit den Eltern, Geschwistern, irgendwas. Gut, dich zu sehen. Also entspanntes. Einen entspannten Donnerstag gehabt. Okay. Aber den Hammer werde ich wieder ablegen, der gefällt mir nicht. Noch okay. Nicht. Okay, jetzt wo wir einige Materialien gucken, haben, lass uns doch zur Schmiede gibt. Gehen und sehen, geben. Was wir damit anfangen können. Was ist das für Controller? Ach hier, Tastatur einstellen. What the fuck, dude? Oh, es klingt da auch entspannt. Im Dad alleine. Ja, ich habe gestern gut mit meiner Freundin alles mit einem Abwasch abgefrühstückt sozusagen. Wir waren mittags bei meiner Mom zum Raclette essen. Dann nochmal kurz auf dem Weg zu ihrer Mom bei meinem besten Kumpel, gemeinsamer Freund von uns, nochmal kurz Geschenk abgeliefert und auf den Kaffee dann bei der Mom von ihr. Ja, lecker Kuchen, auf jeden Fall überall jede Menge übrig geblieben. Kühlschrank platzbar. Hält halt von oben zugeguckt. Jetzt will ich mal kurz gucken, was soll das hier für eine Maus sein? Soll das Mausrad nach oben und unten sein? Das ist ja ein Zeichen für Mausrad. Ah, viel übrig bleiben schon, aber dass ich alles mitnehme, nicht unbedingt. Okay, das kann natürlich sein mit dem Mausrad hier. Ich die hier. Ne, ich kann die hier nicht in der Stadt ziehen. Auf jeden Fall werde ich erstmal die Waffe wechseln. Ja, aber meine Daumentasten habe ich ja komplett anders belegt eigentlich. Kann ja mal gleich, hier gibt es ja irgendwo, glaube ich, ein Wir gehen mal in Trainingsmodus. Halt mal den Hammer noch kurz. Irgendwo gab es hier einen Trainingsmodus. Okay, jetzt wo wir einige Materialien haben, lass uns doch zur Schmiede gehen und sehen, was wir damit anfangen können. Die Eventverwalterin. Wie läuft die Jagd? Meinst du, das sind die Mausbutton? Also ich habe hier insgesamt, das müsste ich lügen, 5 Mausbutton bei der hier. Wiedersehen. Ich weiß doch, wie ich den aufziehe. Habe ich doch eben schon gemacht. Was ist denn hier für ein Anmeldebonus? Okay, alles klar. Für Rüstkugeln braucht der Mann auch noch irgendwas. In Ruhe angucken. Oh, jetzt gibt's Kuchen. Hast du Hunger, dass du gleich den ganzen halben Kuchen mitnimmst, oder? Genau, das ist ja Standard, dass du 2 Daumentasten hast im Prinzip, aber ich habe halt 5 und ich habe noch so eine Rapid-Fire-Taste und. Wo war denn dieser Trainingsmodus? Es gab doch irgendwo Training, bin ich der Meinung. Kuchen geht nie zu viel. Der Kuchen ist auch echt lecker, den hat ihre Oma gebacken. Käsekuchen ist lecker. Ja. Auf jeden Fall mega lecker. Aber wenn man schon von 5 Stunden Essen vorher kommt, war das gestern ein bisschen schwierig, da mehr als ein Stück zu essen.
Muss ich erstmal gucken. War denn das ja? Hier konnte man dann die ganzen Sachen verbessern. Nee, ich will den jetzt noch nicht verbessern. Okay. Ich will jetzt aber erstmal hier raus. Hier dieser Trainingsmodus. Okay, das ist mein Raum später. Die Versammlungsstätte war, glaube ich, für Multiplayer nachher. Handelshof auch nicht. Und Wasserfallbrücke. Ach, toll. Du bist einfach von links nach rechts. Wie komme ich in den Trainingsmodus? Es gibt einen, da bin ich mir sehr sicher. Muss doch irgendwo Trainingsmodus. Na gut, wir machen mal die Quest erstmal weiter und gucken gleich. Hey, Partner! Ich bin auch der Meinung, ich habe das eben probiert mit den Daumentasten. Ging aber auch irgendwie nicht. Quests kannst du dir auch von der Questtafel holen. Ah, sehr gut. Können wir auch die Questtafel benutzen. Dort gibt es die gleichen Quests wie bei mir. Du musst nicht beides überprüfen. Jawohl. Zeig mal her. Was denn für Eventquest? Aber ich glaube, dafür sollte ich noch ein bisschen stärker werden. Was haben wir denn für Aufgaben? Das Kestodon-Gedöns. Na, schauen wir mal. Diese ganzen Tutorials. Ich muss mal gleich in den Optionen gucken, ob ich das ausschalte. In der Sicht. Ah, okay. Kann man schön Fotos machen von der Landschaft. Gut. So, ich wollte jetzt mal schnell gucken, ob ich die Tutorials ausmachen kann. Dann legen wir hier weiter los. Action. Aber hier scheint es keine Tutorials. Steuerung. Ja. Na dann halt nicht. Dann müssen wir die Tutorials alle einmal durchgehen. Okay, wir müssen eine gewisse Zahl von Kestodons erlegen. Es sind in letzter Zeit viel zu viele geworden. Wir können ja der hier Hammer mal probieren, ist eine so mächtige aufladen. Nahkampfwaffe, die Monster mit Hieben gegen den Kopf lähmen kann. Ich glaube, der genau. Taste stecke ich schon mal weg. Chat. Und mit dem Mausrad wechsle ich hier auch die. Rückhalten ist es auch nicht. Ja, du, alles ganz entspannt. Räumt mal ein bisschen auf nebenbei. Problem ist halt echt. Das Aufladen funktioniert halt nicht. Aber dann wechseln wir halt einfach die Taste. Ja, nun gar kein Problem. Ja,
er hat hier auch nach links drehen, nach rechts, auf 1 und 3. Funktioniert das dann hier auch mit der gezogenen Waffe, wenn ich 1 drücke? Okay. Ah, das ist praktisch nochmal so eine Schnellauswahl. Na, mal gucken, ob wir den 12-Stunden-Stream hinkriegen. Die ersten Punkte sind jetzt drin. Aber das mit der Steuerung hier gerade stört mich ein bisschen. Nur schließe ich einen Controller an. Wir machen das mal anders. Geh mir jetzt nicht auf den Geist hier. Ach, ich sehe, da oben gibt es noch. Warte mal, ich muss das einmal zurücksetzen. Hier gibt es dann noch die Nahkampf- und Fernkampf. Jo, bis später dann vielleicht. So, blocken, Waffen, Spezialangriff, Klaue abfeuern. Das, die Taste hier ist das, was gerade stört, die ich einfach irgendwie hab. Das Maus gerade ganz rein, okay. Ist Kamera, das ist schon. Anstrengend, ja. Aber die Maustaste nicht. Aber wir gucken mal ganz schnell. Könnt ihr mal mit drüber gucken? Ich habe jetzt hier. Tasten komisch belegt, also das ist ja für Diablo noch. Nehmen wir ein anderes Profil einfach. Mal gucken. Hier sind die einfach alle ausgestellt, auch gut. Hier nehmen wir das Profil, können wir was probieren. Ganz kurz was testen. Nimmt er trotzdem nicht. Nimmt er leider trotzdem nicht. Kann ich hier einfach Maustaste, also Daumentaste einstellen? Man sollte sich mit seiner Maus auskennen. Okay, anscheinend nicht. Stell das mal in Ruhe irgendwann nach dem Stream um. Ich lege es jetzt einfach auf irgendeine andere Taste erstmal so. Hier mal weiterkommen. Bin ich da, um die Tastatur einzustellen hier. So, das ist klar. So, wir brauchen praktisch fürs Blocken nochmal irgendwo. Eine gute Idee. Nehmen einfach Tasten, die man sonst einfach gar nicht benutzt, legen die uns schnell hier auf die Maus und nehmen dann hier einfach. Fertig ist der Lack. So, blocken finde ich eigentlich ganz cool, wenn wir das hier auf die Taste machen. Sonst meistens eh keine Verwendung. Basic. Na gut. Was nehmen wir denn für Blocken? Nehmen wir hier mal K zum Beispiel. Nutzt man ganz selten mal. Immer noch die 7 und 8 dazu. G, na, G benutzt man aber nicht. Genau, das L.
Und das Öl belegt? Ja, schauen wir mal, ob er das jetzt in-game auch so übernimmt. Nehmen wir nämlich Blocken hier rein. Ah, das nimmt er schon mal ohne Probleme. Hierfür braucht man noch was. Ey, nimmt er das Öl aber nicht. Okay, jetzt sollten wir aber alles soweit haben, nee. Ah, na, links und unten. Den nehmen wir mal raus. Wirklich. Ah, okay. So, mal gucken, was jetzt passiert, wenn wir die Taste drücken. Aha. So, das funktioniert also schon mal. Die können wir jetzt schön aufladen. Praktisch selber geben das. Level 11 bei Diablo, neue Season. Hani, ich kann dich nachher kurz hochziehen. Also das habe ich mit Kreni ja auch gemacht. Ich denke mal so 20 Minuten müsst ihr auf Level 70 und das erste Equip fahren. Ich werde nur hier erstmal die Folge zu Ende machen. Komm, wir probieren das mal. Zack, zack, zack. Na, da sieht der Hammer doch schon mal gleich ein bisschen anders aus hier. Was soll das jetzt heißen? Mit dem kleinen Spielzeug hier? Musst jetzt eh zu deinen Eltern. Ja, mal gucken, dann gerne heute Abend oder so, sag halt Bescheid. Ich glaube, bei Blizzard sind wir, glaube ich, sogar befreundet, oder? So, auf jeden Fall müssen wir jetzt hier Kestodons töten, männlich und weiblich. Drei männliche, fünf weibliche. Haben wir die irgendwie auf der Karte? Alle. Und von Dauntless verwöhnt, das ist nicht so umfangreich. Naja, wir gehen mal auf die Suche. Okay, wollte gerade sagen, irgendwo waren wir, glaube ich, schon mal befreundet. Ich glaube bei Blizzard. Dann wünsche ich dir erstmal viel Spaß bei deinen Ellies. Nicht so viel Wein trinken. Also die drei Flaschen von gestern musst du nicht toppen. Das musst du für dich entscheiden. Wenn du das nötig hast. Bei ihm. Was ist denn hier drüben? Ja, wie im Shooter. Hier bei mir. Wo ist denn hier? Hallo. Auf jeden Fall können wir hier immer mal Materialien mitnehmen. Sammeln. Hier drüben! Jäger und Sammler. Wo ist denn hier? Meine Freundin hat vorhin schön gesagt, wenn er hier klettert, sieht das so ein bisschen aus, als ob er besessen ist. Hier drüben! Und da unten. Jetzt probieren wir das mal mit dem aufgeladenen Schlag hier. Okay, vielleicht sollte ich mal ganz aufladen. Jetzt auch. Oh!
Geht so. Hier drüben! Nee. Vielleicht muss ich mir das doch nochmal auf den Dingspass verlegen irgendwie. Auf E vielleicht oder sowas. Okay. Ne, E ist getränkt usen. U ist hier anvisieren. Hier drüben! Das könnte ich auch auf Tab machen. Und wie finde ich das mit dem Aufladen, glaube ich, schöner, wenn das auf einer Taste liegt, als statt auf der Maus. Blocken? Müsste ich eigentlich rechte Maustaste oder was? Oder ist das der harte Schlag? Ich finde es halt anstrengend mit der linken Taste und dann müsste ich praktisch jetzt. Hier drüben! Nee, warte mal. Wenn ich jetzt loslasse. Leg da los. Müsste praktisch aufgeladener brutaler Urknall einfach loslassen. Das geht, ja. Kraft aufladen, rechts. Das finde ich halt anstrengend, wenn ich mit der linken Maustaste halt hier schon gedrückt halte, mich dann bewege oder so und dann auf den Rechtsklick zum Aufladen. Halt die Frage, wenn ich jetzt hier Q drücke. Mal gucken, ist die auch. Nee, ich werde mich einfach umgewöhnen. Ich werde mich dran gewöhnen und dann. So, schrei mal nochmal. Hier drüben! Mal Kirchner. Unten. Ne. Komm ich hier zurück, oder? Ja. So, wenn ich stehen bleibe, macht er einen anderen Schlag. Gesessen. Hier drüben. Schon wieder ab? Wie mit deinem Bruder? Idee, aber trotzdem. Hier drüben! Mir auch. Sich gut gegeben gestern. Muss man diesen Sprachchat hier ausmachen. Das nervt mich ja, dass ich mich da oben die ganze Zeit selber lese. Und hier Audio. Boxen. Sprachchat. So. Hier drüben! Ah, da sind sie. Das, mein Freund, sind Kestodons. Zeig mir, dass du sie alleine erledigen kannst. Wirklich? Nur die hier vorne? Sei vorsichtig! Oh, die hier. Jetzt sehe ich den Unterschied. Noch keiner Omnifan von denen. Waffe schärfen. Und der stumpf geworden, das Ding. Der Hammer. Hm.
Okay, jetzt haben wir einen. Also die kleinen sind die weiblichen. Okay, suchen wir eine andere Gruppe. Aber das ging noch. Sei vorsichtig. Wegen der Kestodons solltest du dir keine Sorgen machen. In diesem Wald gibt es noch viel größere Monster. Beim Jagen können die einheimischen Wesen nützlich sein. Lerne so viel wie möglich über sie. So, weiter geht's. Jetzt müssen wir wenigstens was versuchen. Hier drüben! Ah, schrei nicht so. Nein, da unten. Ah. Let's go. Sei vorsichtig! Kostet wahrscheinlich Ausdauer, oder? Wenn man hier so aufgeladen. Wir haben doch auch Blocken eingestellt, oder? Nein, das nicht. Kann ich nicht blocken mit dem Hammer? Ich glaube, ich wähle danach mal eine andere Waffe. Ich finde den Hammer sehr komisch zu spielen gerade noch. Ich glaube, eine andere ist erstmal einsteigerfreundlicher. Bis auf den aufgeladenen Schlag hier. Gute Arbeit. Damit wären wir hier so gut wie fertig. Moment mal. Hey, komm mal her. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Flammenschutz. Hier drüben. Ich kann mich gerade nicht bewegen. Hier. Dir mal die Kestodons an. Irgendwas stimmt mit ihnen nicht. Ja, genau. Los, los! Ich glaube, der hatte Hunger. Verstanden! Also gut, Partner. Da ist ein neuer Auftrag im Anmarsch. Erledige den Großjagras. Oh, jetzt dürfen wir ihn gleich töten. Wenn du noch nicht bereit bist, kannst du zur Basis zurückkehren und die Großjagers-Quest später abschließen. Genau. Deine Waffe verliert ihre Schärfe. Geh auf Abstand und benutze einen Wetzstein.
Dein Ausdauermaximum ist gesunken. Iss ein gebratenes Steak, um es wiederherzustellen. Wenn du deine Freunde um Hilfe bitten willst, öffne das Menü und wähle Notleuchtzeichen aus, um sie zu rufen. Und du wirst sicher Freunde brauchen, wenn du gegen ein paar stärkere Monster kämpfst. Damit die Spähkäfer ein Monster besser verfolgen können, brauchen wir eine Fährte. Menü, zum Beispiel Fußabdrücke. Jetzt will ich das Großjagers Ding. Du viele Hinweise. Geht's ja jetzt hier weiter. Einmal durch den Busch. Den Leuchtkäfern ist schon sehr praktisch. Ob er da durchpasst mit der fetten Rüstung. Mit Hilfe der Fokuskamera verlierst du ein Monster weniger leicht aus den Augen. Bewegt sich nicht mehr. Das ist deine Chance. Der hätte noch treffen müssen. Weiche den Angriffen aus. Ah, ich ja gut. Möchtest du nicht Ausschnitt um diesen Hammer hier. Einfach nochmal umfallen hier. Nein, ich hab Hund. Wenn ein Monster wegrennt, dann halte dich an die Spähkäfer. Die führen dich direkt zu ihm. So, das Monster ist müde. Jetzt ist deine Chance, ordentlich Schaden anzurichten. Ist das so? Und man konnte ja auch warten, bis die sich hinlegen, glaube ich. Okay, hat mich aber schon gesehen. Wer jetzt hin? Da runter in die Höhle ruhig. Und der schläft hier unten in der Höhle immer. Ja, jetzt hin.
wirklich? Jetzt weg. Die Gebietskarte zeigt deine Position an und wohin dich die Speerkäfer führen. Du kannst zudem Monster im Blick behalten. Immer auf der mittleren Maustaste wegstecken. Die Waffe, weil ich es bei Bond das auch so belegt habe. Wo ist er jetzt hin? Vorne, glaube ich. Der eben auch schon so aufgebläht. Also irgendwie kriege ich hier, glaube ich, noch keinen Schaden, weil ich die Rüstung, glaube ich, einfach zu gut ist für dieses Level hier, das ich jetzt hier bekommen habe. Erwische ein Monster mit deiner Klaue, um dich daran festzukrallen. Schleuderst du ein Monster gegen ein Hindernis, wird es dadurch verwundbar. Festkreist, kannst du dich weiterhin bewegen. Allerdings kostet das jede Menge Ausdauer. Greife ich würde dir gerne nochmal zuhauen, wenn ich den schon mal habe. Ich würde das jetzt nochmal probieren. Die Stelle, die du getroffen hast, ist jetzt verwundbarer. Oha. Schau mal, neu. Das Monster ist fast am Ende. Bestimmt wird es sich in sein Nest zurückziehen, um sich zu erholen. Eifel aber aus seinem Bauch. Ja. Das mit dem Anziehen finde ich schon geil. Pass auf, wenn ein Monster wütend ist. Halte deine Klaue zurück, bis sich die Dinge etwas beruhigt haben. Oh Mann, jetzt ist das Monster richtig wütend. Warte dich für heftige Angriffe. Okay, damit ist er auch ungefähr. Tidum. Okay, gehen wir zurück und erstatten dem alten Mann Bericht. Ja, cool. Das erste große Monster ist erlegt. Okay, jetzt verstehe ich die Zeit auch da oben, warum die 10 eben nicht abgelaufen ist. Bei 10 Sekunden Schritte. Ein paar kleine Kirchen. So, geschafft die erste Jagd.
glaube, wir haben eine Spur. Vielleicht. Gehen wir weiter. Du hattest recht. Ein Puke Puke. Etwas hat ihn aufgeregt. Seht mal da drüben. Was zum Geier ist das? So etwas habe ich noch nie gesehen. Ob das vom Sora Magdaros stammt? Ich würde es gern herausfinden. Aber wir sollten zuerst Bericht erstatten. In Ordnung? Ja, sehr gut. So, ich wollte Ihnen noch mal ganz kurz eigentlich anmachen den Screen hier. Ich werde jetzt auch erstmal wieder ausmachen, mal das Spiel kurz antesten und ja, wie es dann mit dem Pukai Pukai und mit der Berichterstattung weitergeht, dann ja, schaltet gerne nächstes Mal wieder ein. Ansonsten wünsche ich euch heute einen schönen ersten Weihnachtsfeiertag, genießt heute nochmal, relaxt ein bisschen, verbringt mit der Familie, falls ihr könnt. Und ja, bis dahin, macht euch einen schönen. Ciao. Übrigens, wer Lust hat, ich schiebe euch jetzt noch zu dem lieben Sonne rüber. Der ist richtig schön verkatert von gestern, also macht da mal richtig Stimmung drüben. Der Bruder von meiner Freundin, und der hat gestern mehr als einen über den Durst getrunken. Also stellt ihn jede Menge spannende Fragen und geht ihm mal richtig auf den Sack. Nein, Spaß. Lasst ganz viel Liebe da auf jeden Fall. Wie gesagt, ich wünsche euch einen schönen Tag. Los, alle rein da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.